Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Spinnkante. Ich bin die Kante und heute möchte ich mit euch ein kleines Unboxing-Video machen und euch ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar geht es heute wieder mal um Skorpione und zwar um den Androctonus gonneti oder Gonneti. Zu Deutsch ungefähr der afrikanische Dickschwanzskorpion wird er so gerne umgangssprachlich bezeichnet. Ja. Vier Stück an der Zahl, ein Männchen, drei Weibchen. In der Größe I6 habe ich bekommen. Die werde ich euch gleich zeigen. Nur einmal kurz nochmal die Einrichtung, bzw. die Boxen. Da habe ich diese 3 Liter Bratplastdosen, verwende ich dafür mit Klappdeckel. Ich habe hier Wüstensand, einmal ist es so ein fein, ja, Aquariensand, Kies kann man da nehmen. Den hellen, da kommt das Männchen rein. Die anderen drei habe ich mit dunkleren, eher fast schon lehmartigen Sand, der aber auch, wenn der trocken ist, halt sehr, sehr fein ist, bestückt. Das Ganze ist ungefähr 2 cm tief. Habe ich jetzt extra schon mal vorbereitet, weil ihr braucht ja nicht sehen, wie ich hier Erde in die Dosen reinfülle. So, das Ganze bestücke ich jetzt noch mit Steinen, wo sie sich wahrscheinlich drin oder da suchen sie dann den Unterschlupf. Das sind hier einmal Lavasteine, jetzt auch aus der Aquaristik. Die sind an sich schön leicht und nicht so schwer, wie als wenn man jetzt andere Steine verwenden würde. Da sehe ich halt den Vorteil und auch schon schön porös. Die lege ich hier einfach so rein. Da werden die Skorpione sich dann irgendwie selber was hinbuddeln. Man kann natürlich auch irgendwie Kork nehmen. Man könnte auch noch Schieferplatten hier mit reinlegen. Das ist alles möglich. Ja, daher habe ich, dass ich von den Lavastein nur noch 2 Steine hatte, nehme ich hier noch Quarzpropyr, der ist auch rötlich. Lege ich einfach mit rein, so dass sie sich da irgendwie was umher buddeln können. Ja, das war es eigentlich dann schon zur Einrichtung. Man könnte jetzt noch ein kleines Wasserschädchen, hier so ein Flaschendeckel mit reinlegen zum als Tränke, da dass ich die Tiere regelmäßig kontrolliere und regelmäßig immer ein bisschen sprühe. Kriegen sie bei mir so auch genug Feuchtigkeit. Deswegen lasse ich das Wasserschildchen jetzt weg, weil in der Regel, wenn die da 2, 3 Mal rüberlaufen, ist sie eh ausgekippt und hat dann keinen Nutzen in dem Sinne mehr. Ja, ich habe die soweit auch schon ausgepackt und vorbereitet, aber selber angeschaut noch nicht. Deswegen lassen wir uns jetzt gemeinsam überraschen. Ich mache das hier mal alles ein bisschen. So. Ja, hier ist jetzt das Männchen drinne. Der zeigt gleich hier, wer der Boss ist. Will ich ihn gar nicht mal groß weiter ärgern. Ja, beim Skorpion umsetzen gibt es, was gibt es da zu beachten? Am Anfang immer erstmal gucken, wo ist der Skorpion? Immer mit möglichst langen Pinzetten arbeiten und dann die Skorpione mal reinlaufen lassen. Wenn man sich nicht traut, das so zu machen, ruhig das ganze Gefäß oder das Papier jetzt reinsetzen, Deckel drauf warten, bis er von alleine runterkriecht und fertig. Ich mache das aber so. So, jetzt könnt ihr den nochmal vom Licht betrachten. Man könnte natürlich auch die Skorpione hier hinten am Schwanz packen und die dann aus der Box nehmen. Tut aber nicht zwingend Not. So, dann wollen wir mal gucken, ob sie denn noch gleich schon was fressen. Ich habe hier mal ein paar Futtertiere mir schon hingelegt. Das war jetzt nichts. Also so ganz weiß er noch nicht. Er packt noch nicht zu, er stellt nur seinen Schwanz auf. Aber ja, lasse ich dann jetzt auch erstmal. Ich werde den Stein mal ein bisschen mittiger packen, dass er halt ein bisschen vernünftig drum herumlaufen kann.
Das war das erste Tier. Jetzt kommen wir zum ersten Weibchen. Das ist wie gesagt auch I6, also die sind alle I6. Von daher sollte sich die Größe gar nicht so unterscheiden. Jetzt hier sieht man zum Beispiel Sitze direkt da dran an dem Stück, was man rausnehmen kann. Setzt sie so rein, stupst sie ein bisschen an, dass sie runterlaufen. Und schon ist alles sicher umgesetzt. Ein paar Informationen noch allgemein zu dem Tier. Also sie können gut noch das Doppelte von der Größe jetzt in der Gesamtgröße erreichen, also bis zu 8 cm. Und sie kommen aus Afrika, wie ja der deutsche Tribal-Name ja schon sagt, aus dem südlichen, südöstlichen Marokko und aus den Mauretanien und der Westsahara sind sie beheimatet und leben dort vorwiegend halt in sehr ariden, also trockenen Bereichen mit etwas festerem Bodengrund oder Untergrund. Genau. Ja, gehören halt zu der Gattung Androctonus. Ja, die sind halt ein bisschen stärker vom Gift her, weswegen man sich da auch bewusst, das sollte man sich bewusst sein, dass man dort halt ein paar giftigere Tiere sich ins Haus holt. Und vor allem sollte man nachschauen, ob man die Tiere bei sich überhaupt halten darf. Ja, ansonsten zur Haltung der Tiere, wie gesagt, in so einen Boxen reicht das vollkommen aus. Gut, jetzt habe ich jetzt erst das Futtertier reingemacht, warum auch immer. Das reicht aus. Man kann natürlich aber auch ein schönes Terrarium herrichten, einrichten. Das ist jedem selbst überlassen, wie er das haben möchte. Und ansonsten mögen die Tiere es halt sehr warm, so um die 28 bis 35 Grad tagsüber mit einer Nachtabsenkung. Wäre vom Vorteil. So also Nachtabsenkung heißt, man kann dann die Heizmatte, Heizkabel, Lampe, womit man auch immer diese Temperatur erreicht, ausschalten und dann das Ganze auf die Zimmertemperatur so um die 20 Grad runterkühlen lassen. Weil ihr mögt es ja auch nicht, wenn es den ganzen Tag und Nacht hier ununterbrochen 25 Grad sind. Ja, ich fütter jetzt die anderen beiden Weibchen nochmal, da habe ich gerade nämlich noch nichts reingeworfen gehabt. Und ja, so viel zu den Tieren. Futter, wie ihr seht, kann man füttern, kann man die mit Schokoschaben, Heimchen, Grillen, Schaben oder anderen Schaben in passender Größe. Das muss man dann halt durchprobieren. Ich werde jetzt sehen, wie lange die Schokoschaben hier drin rumkrabbeln. Ob sie die überhaupt annehmen. Ich habe jetzt die beiden Boxen nochmal aufgemacht, um euch das hier zu zeigen. Ja, dann hoffe ich mal, dass sie jetzt gut und schnell wachsen und dass ich dann im kommenden Jahr oder Ende diesen Jahres schon mit denen züchten kann. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Das ist jedenfalls jetzt eine feste Zuchtgruppe in meinem Bestand. Ich erweitere gerade eh nach und nach ein bisschen so meinen Skorpionbestand. Und ja, lasst euch überraschen, was da dann noch alles so kommt. Ja, und lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ein Abo, falls ihr es noch nicht abonniert habt. Und ansonsten schaut auch mal auf Instagram und Facebook vorbei unter Spinnenkante. Da werdet ihr noch sehr viel mehr von mir sehen, denn da bin ich ein bisschen aktiver als hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, dann sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.